Willkommen zurück zu Night of the Dead, wo die Balliste jetzt schon ausrastet. Ist da ein Fuchs in der Luft? Ja, wir erwarten hier quasi die zweite Nacht unseres zweiten Spielstandes. Ich bin und bleibe, glaube ich, gespannt. Ich weiß noch nicht so ganz, was und wie mich hier alles erwartet. Aber da ist ein Fuchs in der Luft. Ist da jetzt meine Falle weg? Sieht so aus, ne? Okay. Erneut laden. Sie ist wieder da. Ja, dann soll es mir recht sein. Hauptsache, sie ist wieder da. Okay. Also, ne, jetzt zwischen der einen und der anderen Aufnahme lag jetzt keine 10 Sekunden. Aber gut. Ich schau noch mal, wie viel Kupfer habe ich denn? Wie viel Kupfer habe ich? Wo sehe ich, wie viel Kupfer ich habe? Nicht genug anscheinend. Okay. Hätte sein können. Sonst hätte ich gedacht, ne, mach ich nochmal einen von den Dingern da. Aber können wir das später immer noch machen. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie und was und wieso, weshalb, warum und so. Ja, es ist gleich Nacht. Ich werde nochmal was zu essen bauen. Sicher ist sicher. So. Mir hat er auch gesagt, ich habe einen Sortierbutton. Also es funktioniert tatsächlich, dass das hier mein Sortierbutton ist. Dann ist ja gut. Dachte, das ist einfach nur, ne? Ja, hier kannst du alles anzeigen lassen. Hier Klamotten, hier Fleisch, hier Materialien. Ich hätte nie gedacht, dass das ein Sortierbutton ist. Aber gut. Vielen Dank dafür für diesen tollen Kommentar. So. Ist gleich Nacht. Wie viel Forschungsmaterialien habe ich noch? Forschungsberichte. Wo sehe ich sie denn? 25. Reicht das vielleicht nochmal für ein Verteidigungsupgrade, nur für den Fall eines Falles? Ja, Anfängerwächter reicht. Litner Schaden minus 5%. 5% sind 5%. Ist halt nicht die Welt, aber es könnte erstmal fürs Erste reichen. Ich habe 29 Pfeile. Das ist noch nicht ungemein viel. Ich kann natürlich auch einen Speer bauen. Ein Wurfspeer. Ach ja. Und die Welle hat begonnen. Ich mache nur noch ein paar Sicherheitshandpfeile. Man weiß ja nie. Vielleicht nochmal speichern. So, schnell speichern zumindest. Okay. Also schlimmer als schlimm kann es nicht werden. Angeblich ist es ja jetzt auch weniger durch den Hotfix, den sie eingespielt haben. So, für maximal Leben. Aber ich bin dennoch skeptisch und erwarte das Schlimmste. Mal gucken. Eigentlich muss ich erst in Panik ausbrechen, wenn sich das Ding hier bewegt, ne? So, als mein Alarmmelder Nummer 1. Die meisten Zombies kommen wirklich auch von da. Mal gucken. Noch höre ich nur Zombies, noch sehe ich keine. Da hinten laufen schon welche. Okay. Also wenn wir tatsächlich weiter ausbauen hier, dann sollten wir so ein bisschen in diese Richtung vielleicht dann ausbauen. Wäre vielleicht nicht das Verkehrteste. Ich treffe etwas. Oh.
Nicht das Licht kaputt machen. Es ist so ein schönes Licht. Das habe ich nicht bedacht. Aber die halten sich schön an dem Licht jetzt auf. Oh. Da hat mir gerade ein Zombie ins linke Ohr gestöhnt. Wow. Ach, da ist ein Spucker, habe ich nicht gesehen. Ich habe es nicht beachtet. Wow. Okay. Dass die jetzt diese Lampe so ganz toll finden, ne? Jo, okay. Das Ding ist bald leer, wenn das so weitergeht. Da sind meine Ballistenbolzen. Aber ich glaube, es sind wirklich weniger Zombies als zuvor. Es könnte aber auch Einbildung sein. Jo, das muss ich noch nicht zwingend nachladen. Die mit ihrer Lampe, ne? Wo ist denn die Lampe her? Ja, von Ikea. Hey, wir wollen auch so eine. Hier haben wir so eine tolle Lampe. Sag mal, was fällt euch ein da? Jetzt gehen die alle an die Wand. Leute, nicht an die Wand. Ist doch Stein. Da könnt ihr husten und pusten, so viel ihr wollt. Die haben tatsächlich die Lampe kaputt gemacht, die Schweine. Wow, okay. Ja, ich habe sie hier durchgelockt. War jetzt aber auch eher fast schon ein Fehler. Stirb. Dankeschön. So, können wir mal nachladen, / reparieren. Wie sieht's hier vorne aus? Bisschen. Hier auch nochmal. Okay. Ja, wenn hier dann mal Tag ist, dann können wir hier auf jeden Fall schon viel looten. Warte. Nee, doch, war doch richtig, ne? Nee, war's nicht. Wenn, dann wäre das da hinten an der Bank, ne? Genau, Ballistenbolzen. So. Dann können wir das Ding ein bisschen nachladen vielleicht. Es macht ja tatsächlich einen sehr akzeptablen Job. Muss man ja wirklich mal so sagen. Wenn ich jetzt meine... Da. Können wir vorstellen, wenn wir mehrere davon haben, könnte sich das auch durchaus als nützlich erweisen, weil halt die Reichweite von denen einfach so groß ist. Hey. Jetzt ist das mit dem Schredder natürlich halt auch eher so ein bisschen so meh, weil die halt, ne, ich muss ja selbst auch erstmal da aufsteigen, damit das funktioniert. Hey. Jo. Ansatz mit X, das war wohl nix. Oh, Mensch. So. Und dann vielleicht mal was essen. Oh. Da steht schon einer direkt vor mir. Es stand einer vor mir.
Ist ein bisschen suboptimal, wie die halt die ganze Zeit halt auf die Wände halt auch einschlagen, ne? Aber so ein Panel klappt gerade ganz gut bei so einem einzelnen Zombie, der halt ständig wieder zurückgeschlagen wird. Ja, wir brauchen halt mehr Rundumverteidigung letztendlich. Verstehst du, was ich meine? Keiner. Und da das Ding funktioniert halt auch eher so mehr. Oh, meine Pfeile sind aus. Okay. Funktionieren eher so meh. Warum, weiß ich noch nicht. Das hat vorher besser funktioniert. Wahrscheinlich auch hängt das zusammen mit dem Fundament, das da unter fehlt. Ich weiß es aber auch nicht. Ich versuche mal hier die Mauer zu reparieren. Die haben sie ja schon gut demoliert und nicht das hier zu Problemen kommt. Wow, ups. Ich vergesse immer mein eigenes Pendel. Aua, ja, ist ja gut. So, das Ding ist leer. Schredder an der Seite funktionieren gerade echt null. So. Na, ist bald Stunde 2, sodass halt die Nacht jetzt dann als vorbei gilt. Oh, da hinten ist so ein großer Zombie. Ein großer, keine Ahnung, T-Virus-Zombie, sag ich mal. So einer, dem der Virus nicht gut bekam. Der zu viel aushält. Frag mich nicht, wie sie heißen. So ein Tyrant halt. Oh, okay. Jo. Jo, 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 jo. Yeah. Ich habe einen Katana und keine Angst zu benutzen. Aua. Ja, Mist. Lass mich durch. Nicht alle auf einmal. Nein, 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 nein. Oh. Wenn du einmal wirklich umzingelt bist von Zombies, dann hast du ein Problem. Ich hole das mal ganz kurz alles, ne? Dankeschön. Wow. Ich komme nicht weg, doch. Aber warum funktionieren die Dinge an der Seite nicht? Ich verstehe es nicht. Es kann ja eigentlich nur mit mangelhaftem Unterbau zu tun haben. Wo ist denn hier der Zombie noch? Irgendwo kloppt hier doch noch einer. Ach, da oben. Lass das. Ich hasse das. Ja, wäre der Tod vorhin nicht gewesen, wäre es eigentlich eine gute Nacht gewesen. Gute Nacht. Ja. Aber egal. Ist ja keine Hardcore zum Glück. Ja, insgesamt war die Nacht jetzt tatsächlich
angenehmer, aber sie war immer noch schwieriger als die zweite Nacht in unserem ersten Versuch. Meine Meinung. So viel Loot. Tut mir gut. So. Meins, 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 meins. Meins, 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 meins. So. Dann liegt hier noch so viel. Ach, ist das herrlich. Ja, mal hier. Das Kanickel. Da muss ja auch mitgenommen werden. So. Haben wir hier einen Beutel. Da einen Beutel. Okay. So, und dann wird der ganze Rest eingesammelt. Irgendwie. So mit der Hand. Kriege ich einfach alles in die Tasche. Da lag irgendwas. War wahrscheinlich ein Stein. Steine. Oh, ne? Was die Balliste da oben auf die Entfernung hier alles weggezimmert hat. Nein, ne? Vieles war halt auch vorhin einfach bei dem... bei der Lampe quasi. Aber... halt auch nicht alles. Einfach aus der Ferne halt weggesnackt. So. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben's. Haben dann jetzt wie viel Forschungsberichte? 190. Damit kann ich bestimmt irgendwas wieder nachholen, was ich jetzt eben verpasst habe. Mal reparieren und so. Zack. Nichtsdestotrotz brauchen wir Materialien, also Holz und Co. Ich würde aber dennoch gerne jetzt erstmal so ein bisschen durch die Häuser ziehen. Und mal gucken. Angriffstempo mit der Spitzhacke kostet mich 50. Machen wir aber. Wir brauchen es. So, den Ingenieur haben sie mir weggenommen. Okay, das ist nicht schlimm. Den leitenden Ingenieur, dafür brauche ich dann Polymerchemie aus der Forschungseinrichtung. So, das Zeug brauchen wir dann aber auch, wenn wir Richtung Elektronik gehen. Das heißt, Forschungseinrichtung wäre eigentlich mal etwas, was man angehen sollte, müsste. So, junge Techniker. Ah ja. Elektrischer Draht und Stecker. Mhm. So, Wissen über Holzverarbeitung. Je weniger Holz wir brauchen, umso besser. Dann. Was macht Mediziner? Heilkraft von Gegenständen, aha. Fallschaden, aha. Schaden plus 2. Bewachungspunktregeneration, ah ja. Das macht jetzt genau was? Dass ich hier einfach alles. Repariert. Zusätzlicher Schaden an Tieren ist jetzt erstmal Wumpe. Minenarbeiter, zusätzlicher Schaden an Eisen. Bam, alles weg. Okay. Dann lege ich nochmal ganz kurz Zeug ab, was ich jetzt unterwegs nicht unbedingt brauche. Wie zum Beispiel Pilz. Tierdarm, Fell, so ein Gedöns halt. Das Zeug kann erstmal weg. Das kann da rein, das kann da rein. Plastik werde ich sowieso in Massen noch gleich einsammeln können. Die Schenke kann ich einmal da reinpacken, solange ich sie nicht verarbeiten kann. Die können da rein. Der Ziegel kann rein. Dann kann ich ein paar Stämme zusammenstecken. Jo. Und dann ist die Kiste auch schon voll. Aber egal. Wir nutzen die Chance und machen uns auf den Weg in die Stadt. Sachen looten und so. Oh, guck mal, noch ein Tier.
Also ich habe jetzt eigentlich nicht vor, nochmal das Krankenhaus zu durchsuchen. Wir haben 17 Pfeile. Zur Not können wir uns, glaube ich, noch Pfeile machen. So. Äste haben wir ein paar. Vielleicht können wir auch zwischendurch einfach noch ein paar Büsche auseinandernehmen. Was seid ihr denn für Spätzünder? Party ist vorbei. Wollt auch mal da gewesen sein, ne? Ich weiß. Oh, lauf doch nicht in der Richtung. Ich bin doch hier, Junge. Jetzt ist aber gut. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay, zwei noch. Ein noch. Oh. Ich hab keine Ahnung, was es hier mit diesen Seitenschreddern auf sich hat. Ich weiß nicht, was ich mit denen falsch gemacht habe. Ich vermute ja, es liegt am fehlenden Fundament. Aber es gibt ja aktuell auch noch keine Wiki-Seite oder sowas, wo man sowas halt immer nachlesen kann. Es gibt ja keinen Night of the Dead Wiki. Zumindest keins, das vernünftig funktioniert aktuell. Deswegen habe ich auch noch den Pusher nicht gebaut. Also ich kann mir denken, wie er halt funktioniert, aber ja. Ich mag ja immer ungern Dinge umsonst quasi hinbauen. So, der tot. Ein Dach. Hier diesen Kriegenwurst, den nehmen wir auf jeden Fall auseinander. Das hatten wir beim letzten Mal. Das war eigentlich relativ easy. Und da kommt's an. Meine Fans, hallo. Ja, ich habe auch Pfeile für sie. Mit meinem Autogramm. Da kommen aber echt viele gerade an. So. Okay. Ja, auch nochmal. Und dann du da. Sicher ist sicher nicht, dass du mir von hinten in den Rücken fällst. Wo läufst du hin? So. Nehmen wir noch ein paar Äste mit. Sicher ist sicher. Wenn der Bogen schon mein bester Freund ist, ne? Dann sollte ich natürlich halt auch ständig halt dafür sorgen, dass er mein bester Freund bleibt. Können natürlich auch da vorne mal rumgucken. Aber erstmal machen wir gleich King Wash. Und dann mal gucken. Du da. Ey, du. Ich habe auch vergessen, was wir brauchen für Material, damit wir den Bogen auf plus 3 kriegen. Ach, warte, dann mussten wir doch. Stimmt, das war Forschen, war das, was wir machen mussten. So, machen wir noch schnell ein paar Pfeile. Doc. So. Machen hier schnell die Tür auf. Hier ein Dach, jemand da. Ja, cool. Oh, sie freuen sich, mich zu sehen. Wie ich einfach fast immer dieselbe Stelle treffe. Ich bin einfach Robin Hood. Ich dachte schon, da kommt was von der Seite, aber nein. Bitte warten. Zeug wird auseinandergenommen. Bitte warten. So. Der war mir schon fast zu nah dran, du. Nehm ernst. Finde ich nicht gut. Könnte jeder kommen. Hey du. Ja du. Du Glatzenkopf, du. Hast du was gegen Glatzen? Ja, Haarspray. Ich weiß auch nicht, wie Haarspray da helfen soll, aber egal. Kann Haare machen. Nein, eigentlich nicht. Warum ist der eigentlich nackt? Also so ganz nackt. Meine, ne, typische Zombies haben immer eine Regel, irgendwas an. Selbst wenn es noch so zerfetzt ist. Der Zombie hat nichts an. Also nicht die hier mit dem Kleid, sondern der hier. Der ist wirklich splitterfasernackt. Wurde dabei sonst was unterbrochen? So mitten unter der Dusche oder was? Und dann zombifiziert.
Ist da hier noch jemand drin? Nein. Dann ist ja gut. Dann können wir jetzt hier rein und mal alles holen. Neue Klamotten und so. Mhm. Hier so eine Kiste kaputt machen. Dann hier neue Schuhe. Mit Schuhkarton. Lecker. Ups. Es ruckelte und ruckelte und ruckelte. Lederjacke. T-Shirt. Okay. Einmal neu einkleiden bitte, zum Mitnehmen. So, hier so ein Kühlschrank. Jetzt kann ich auch mal den ganzen Inhalt mitnehmen, nicht wie beim letzten Mal. So, das erste richtige Sammeltour jetzt, ne? Seit dem neuen Spielstand quasi. So, da haben wir das Ding jetzt geplündert, glaube ich. Ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Reicht ja auch. So. Platz. Haben wir noch ein bisschen was? Werden wir noch anziehen hier. Werden wir so ein kurzes Höschen. Ja. Muss ja sexistisch angezogen werden, die Frau hier. Sonst ist es ja kein Videospiel. Ist doch wahr manchmal. Ich will nur an irgendwelche MMORPGs erinnern, wo die dann ihren legendären Kampfbikini tragen. Der mehr Rüstung hat als diverses andere Zeug. Hey. Hier sind tatsächlich ein paar Zombies. Wer hätte es gedacht in der Großstadt? Doch die Frage ist, wie gehe ich das jetzt am schlauesten an? Wahrscheinlich anders, als ich das jetzt mache. Wo laufen die denn jetzt hin? Da ist auch ein Zombie auf dem Dach. Aber ich glaube, den hatten wir von da oben schon mal gesehen. Der ist seitdem auch nicht mehr runtergekommen. Die anderen Zombies wissen auch schon nicht, wo sie hin wollen. Ich glaube, die gehen da hinten um eine Mauer rum und dann kommen sie hier gleich um die Ecke oder so. Eventuell. Da läuft was. Sie laufen auf die Mauer, tatsächlich. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass sie auf die Mauer laufen. Auf der Lauer liegt ein kleiner Zombie. Auf der Lauer liegt ein kleiner Zombie. Big Mama steht da auch noch hinten. Die hat vergessen weiterzulaufen. Okay. Arbeit ist verbracht. Hier ist so ein komisches, großes, plattes Areal. Das sieht so aus, als würde hier irgendwie nochmal ein Gebäude hinkommen oder so. Finde ich. Hier gibt es auf jeden Fall viele Autos zum Zerstören. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ups. Und da liegen noch Pfeile von mir. Kann man so nicht liegen lassen. Umweltschutz und so. Und generell. Stückchenweise klären wir die Tanke. Ich wollte nur kurz zur Tanke. Und er kam nicht wieder. Griselda schreit auch wieder wie am Spieß. Geht doch. Okay. So. Dann würde ich jetzt sagen, wie es hier an der Tanke weitergeht.
ob wir den Typen da oben kriegen. Und wer uns sonst noch nervt, das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Night of the Dead. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.